Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Simon the Sorcerer 3D. Wir haben im letzten Part es geschafft, auf die Kirmes zu kommen oder auf den Karneval oder wie auch immer man das nennen möchte. Wir haben uns hier schon minimal umgeschaut. Wir haben zum Beispiel hier mit dem bonbonsüchtigen Jungen geredet und waren in dem Wagen für Akupunktur, so hieß das Wort. Fängt schon wieder gut an, ich habe schon wieder keine Ahnung, was ich sagen möchte. Und heute schauen wir uns einfach mal so ein bisschen hier um und gucken, was hier jetzt abgeht. Und fangen hier gleich mit dem Schützenstand an. Hallo? Wo ist denn dein Kumpel? Der ist bei der Maniküre. Oh. Willst du eine Runde spielen? Es kostet nur 5 Kröten. Du musst mit deinem Chakara alle auftauchenden Ziele treffen. Warum kann ich keines dieser Gewehre verwenden? Uns sind die Kugeln ausgegangen. Aber immerhin, wenn du 10 oder mehr Treffer erzielst, bekommst du ein Freispiel. Klingt ja nicht so prall. Bei 15 oder mehr Treffern gibt es den dreifachen Geldbetrag zurück. Und wenn du alle 20 Ziele triffst, gewinnst du den Sonderpreis. Der da wäre? Einer dieser knuddeligen Teddybären. Oh. Oh Gott, 20 Stück. Die Kröte in der Hand ist besser als der Teddy an der Wand. Was ist das denn für eine Aussage? Nein, wir spielen das mal. Das wird ein Kinderspiel. Oh Gott. Also los. Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Oh Gott, das wird ja furchtbar. Oh Gott, die Steuerung ist furchtbar. Fischi, da Fischi. Nee, Fischi. Das Schöne ist auch immer, die Kamera springt so schön. Sie läuft nicht fließend von A nach B, sondern sie hüpft. Was natürlich sehr, sehr gut ist. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Enten genauso viele Punkte bringen wie die Fischis. Weil die Enten sind relativ einfach zu treffen. Fischi da. So, Ente. Ente. Ente nochmal. Ente. Fischi? Wie habe ich abgeschnitten? Du hast 17. Mist. Gut gemacht. Du hast 15 Kröten gewonnen. Klasse, jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Wäre durchaus eine Überlegung wert. Aktien, mein Freund, Aktien. Okay, 3 mehr. Hätte ich am Anfang nicht so verkackt, da, dann wäre das drin gewesen. Versuch. Klasse, das macht dann 5 Kröten. Yep. Bitte sehr. Und Feuer frei! Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Ja, wir wissen's. Mach dich also Gib bereit. Mir Enten! Enten, Enten! So. Ente 1. 2. 3. Oh. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Fischi? Nee. 10. War das die 10.? Ja. 11. 12. 13. 14. Fischi? Nee. 15. 16. 17. 18. 19. Jetzt komm, gib mir noch eine Ente. Oder den Fisch. Habe ich den Fisch? Ich weiß Wie es nicht. Ich abgeschnitten? Shit! Du hast 19. Verdammt! Gut gemacht. Du warst nah dran am Sonderpreis. Du hast Mist. 15 Kröten gewonnen.
Klasse, jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Aktien. Wäre durchaus also, eine Überlegung wert. Ich muss mindestens einen Fisch noch treffen und alle Enten. Oh Gott. Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse, das macht dann 5 Kröten. Bitte sehr. Und kommt der Fisch immer gleich raus? Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden. Ja, der Fisch kommt immer zur gleichen hier, bei der zweiten Welle. Bei der zweiten Kuhle von der Welle kommt er raus. Oh, verkackt. Aber wenn ich auf Enten warte, kann ich auf Fische versuchen zu schießen. Aber ich habe gar keine Zeit, auf Fische zu schießen. Wenn ich wüsste, dass sie wenigstens mehr Punkte geben, dann könnte ich ja einfach mal random versuchen. Verkackt. Okay. Okay, ich glaube, ich habe die nicht gekriegt, oder? Ich versuche jetzt mal... Nee, den Fisch mal... Nee, das ist mir zu unsicher. Nee. Diese hakelige Steuerung. Das wird nix. Der Versuch wird nix. Wie habe ich abgeschnitten? Verdammt. Du hast 18. Gut gemacht. Trotzdem 18? Du hast 15 Kröten gewonnen. Habe ich den einen Fisch dann da getroffen, oder was? Und schmutzigen Buden leisten. Oh, ich verstehe das doch nicht so ganz wie... Wäre durchaus eine Überlegung wert. Halt die Klappe! Nochmal! Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse, das macht dann 5 Kröten. Ja, das macht 5 Kröten. Yep. Bitte sehr, und Feuer frei! Sobald die Musik ja, ich anfängt, weiß. Hast du noch einige Sekunden... Bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Verdammt. Okay. Ente. Ente. Jetzt kann ich... Nein. Ich weiß auch nicht, ob der Fisch dann irgendwie untergeht oder so. Ob, also wenn man ihn trifft, ob der dann irgendwie verschwindet. Jetzt nochmal Fischi versuchen. Nein. Das wird ein langer Abend, meine Freunde. Wenn jedes Spiel so anstrengend ist wie dieses hier, dann wird es richtig gut. Fischi? Weiß ich nicht. Habe ich getroffen? Ah, jetzt habe ich nicht getroffen. Ente. Ente. Aber wir brauchen den Bären. Ich will den Bären haben. Mist, da habe ich einen verpasst. Oh, ganz Haarschnarf. Haarschnarf am Schnabel. Da auch wieder haarscharf am Schnabel. Und jetzt nochmal den Fisch. Shit! Nicht den Fisch. Wie habe ich abgeschnitten? Du hast 19. Verdammt! Es ist immer einer. Nah dran am Sonderpreis. Du hast 15 Kröten gewonnen. Klasse, jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Wäre durchaus eine Überlegung wert. Ah, hört auf zu quatschen. Wir machen wenigstens keine Verlust durch die Spiele, weil ab 15 Stück kriegen wir immer das Doppelte oder das Dreifache an Geld wieder. Also ist okay. Aber das ist so... Bitte sehr. Nee. Feuer frei. Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden. Ich werde jetzt am Anfang nochmal versuchen, den Fisch anzugreifen. Anzugreifen, das klingt so wie... Verstanden. Ich charge ihn an. Hier. Fisch! Immer zu niedrig. So. Ente da. Ente da. Fisch! Nö. Ente. 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 Fisch! Nö. Fisch! Nö. Okay, ich muss ein bisschen flexibler spielen. Einfach mal reinlunzen. Vielleicht trifft man ja irgendwas mal. Fisch! Habe ich den getroffen? Ich weiß es nicht. Ah,
jetzt habe ich die Ente nicht getroffen. Oh Gott, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Wie gesagt, wenn die restlichen auch so gut wären, dann yay. Oh wow, dein Ernst? Ich hoffe, ich habe irgendwie einen Fisch dazwischen noch getroffen und der gibt irgendwie 2 Punkte oder so. Das wäre toll. Ich habe jetzt, glaube ich, schon 2 Enten nicht getroffen. Nochmal Fisch. Wie habe ich abgeschnitten? Du hast 19. Ah! Gut gemacht. Mann, du warst nah dran am Sonderfall. Du hast 15 Kröten gewonnen. Ah. Jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und bla 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 eine Überlegung wert. Oh, schön, dass wir das als erstes machen, dieses Spiel. Da brauche ich das nie wieder machen. Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse, das macht dann 5 Kröten. Das macht 5 Kröten, ja, bitte hier. Und Feuer frei. Anfängt, okay, wir versuchen das jetzt nochmal mit dem Fischi. Bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Ich bin bereit. Verstanden. Ich bin bereit. Und Fischi! Habe ich getroffen? Ich weiß es nicht. Ente? Das war jetzt Link, dass die Ente da wieder am selben Platz kommt. Okay, jetzt nochmal Fischi. Nee. Ente. 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 Jetzt nochmal Fischi versuchen. Alter, ich habe doch den Fisch getroffen, oder? Ihr habt es auch gesehen. Ich habe den Fisch getroffen. So, jetzt konzentrieren. Jetzt schaffen wir das. Jetzt, sagte sie und schoss genau zwischen Schwänzchen und Kopf. Alter! Komm schon! Das ist ein Kinderspiel. Ah, das ist jetzt die eine Ente, die mir wieder fehlt. So. Und nochmal den Fisch. Fisch! Wie habe ich abgeschnitten? Du hast 19. Ja! Gut gemacht. Du warst nah dran am Sonntag. Alter, ich kriege hier gleich Krätze. Du hast 15 gewonnen. Klasse, jetzt kann ich mir endlich eure überteuerten und schmutzigen Buden leisten. Ja, oder das Geld in sichere Anlagen investieren. Wäre durchaus eine Überlegung wert. Nein. Wir machen weiter, bis die Finger bluten. Guck mal, wir haben 325 Kröten. Bin wieder da und bereit für einen Versuch. Klasse, das macht dann 5 Kröten. Bitte sehr, und Feuer frei. Sobald die Musik anfängt, hast du noch einige Sekunden, bis die erste Reihe von Zielen auftaucht. Mach dich also bereit. Verstanden. Verstanden, okay. Wir zielen wieder auf Fischi, ein bisschen höher. Fischi. Und jetzt, Enten, da hinten. Boom, Ente 1. Ente 2. Ente 3. Fischi nicht getroffen. So, jetzt muss jeder Schuss sitzen. Sitzen, meine Freunde. Ich sitze auch. Sitzt ihr auch? So richtig angespannt in euren Sesseln? Schaut mir dabei zu, wie ich Enten abschieße. So, da. Die muss ich jetzt alle kriegen. Alle 5. Da. Oh ja, guck. War's das schon? Nee. Oh nein, jetzt habe ich Zeit verplödelt. Okay. Ja! Nochmal Fisch! Wie habe ich abgeschnitten? Du hast 20. Ja! Du hast den Sonderpreis gewonnen. Ah. Es ist dieser Teddybär. Ja! Hurra. Ach komm, der ist süß! Ist ja wohl ein bisschen Motten zerfressen, oder? Ich glaube, du wolltest handgemacht sagen. Und außerdem riecht er wie eine Volksfesttoilette. Ja, er wurde eben sehr geliebt. Von einem Hündchen, wenn ich mich recht entsinne. Na, danke auch. Komm doch mal wieder. Vorher entferne ich sicher erst noch alle Bugs aus Windows. Viel Erfolg dabei. Ich werde einmal fix speichern, weil das möchte ich nicht nochmal machen.
Ja, jetzt einmal kurz auf Laden klicken. Ja, ja. Also, wir sind schon ein bisschen weiter. So. Sehr schön. Das haben wir abgeschlossen. Jetzt spielen wir das hier. Was ist das? Invadertron. Was kann ich hiermit machen? Invadertron. Ja? Hi. Start. Ja. Ach, das ist doch hier, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Das war ein bisschen vor meiner Zeit, als das damals rausgekommen ist. Okay. Space Invaders? Ich glaube, das hieß Space Invaders damals. Auf dem Atari war das? Oh Gott, frag mich bitte nicht. Wie gesagt, das war vor meiner Zeit. Ich habe das damals nie so gespielt. Immer halt im Nachhinein, als ich dann aufgewachsen bin. Ich habe allerdings auch mit einem Amiga 500 angefangen zu spielen. Das erste Simon the Sorcerer habe ich da kennengelernt, weil das war der Amiga von meinem Vater. Und halt so Siedler und was man halt so alles kennt, so Monkey Island, den ersten Teil. Allerdings fehlte mir da die allererste Diskette. Das waren ja noch die Zeiten, wo ein Spiel halt irgendwie so gefühlt 15 Disketten hatte und dann irgendwie schon das Intro 2 gebraucht hat und so. Oh shit, jetzt bin ich gestorben. Aber ich hab noch Leben. Ja, leider gibt's den Amiga nicht mehr, weil ich damals aus Versehen Kakao auf den Computer gekippt habe. Und dann hat er nicht mehr funktioniert. Das war sehr traurig. Aber das Teil habe ich geliebt. Das habe ich auch mindestens irgendwie einmal im Jahr habe ich den aus dem Keller geholt und nochmal aufgebaut und angeschaut und alte Spiele gespielt. Und wir hatten halt auch echt viele Spiele, weil mein Vater irgendwie von seinem Arbeitskollegen die ganzen Disketten gekriegt hat. Obwohl er selber nie wirklich damit irgendwie zu tun hatte. Also er fand PCs oder halt allgemein darin fand er immer blöde. Da bin ich eher so nach der Familie meiner Mutter gekommen, weil meine Oma zockt heutzutage auch noch. Das finde ich immer noch cool. Ja, und dann kam halt die Zeit, ne? So PlayStation, Gameboy und so alles. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, womit ihr damit so ins Gamer-Dasein eingestiegen seid. Mit welcher Konsole oder welches Spiel euch großartig geprägt hat. Das würde mich schon mal interessieren. Oder ob ihr noch ganz frisch dabei seid und erst so seit kurzem erst so das Zocken für euch entdeckt habt. Oder gar nicht daddelt, sondern nur zuschaut. Das gibt's ja auch. So, wie viele Highscores-Punkte muss ich denn jetzt hier kriegen? Ich bin hier... Oh, es wird heute immer schwerer. Immer schwer. Shit. 238, ist das gut? Ba-ba-ba-ba. Habe ich was gekriegt? Eine Sonnenbrille! Eine coole Sonnenbrille aus dem Spielautomaten des Rummelplatzes. Ja, cool! Rad des Glücks. Kann ich damit auch was machen? Da seid ihr ja wieder. Und uns freut's auch, dich zu sehen. Was geht hier so ab? Ein ganz einfaches Glücksspiel. Wir drehen das Rad und du kannst einen Preis gewinnen. Das ist wirklich simpel. Genauso simpel wie du. Okay, drehen wir eine Runde. Der Einsatz beträgt 2 Kröten. Und los geht's. Hoppla, tut mir leid, du verlierst. Da wurde manipuliert. Ich hab's springen sehen. Hör mal, wir haben das Ding aus Glücksrad übernommen. Es ist total zufällig. Vielleicht könnte es tatsächlich ein plötzlicher Windstoß gewesen sein. Ganz ohne Zweifel. Willst du es nochmal versuchen oder willst du hier nur dumm rumstehen? Na gut, also noch einen Versuch. Wir probieren das nochmal aus und gucken, was jetzt passiert.
Okay, das ist gefaked. Hoppla, tut mir leid, du verlierst. Da wurde manipuliert. Ich hab's springen sehen. Hör mal, wir hatten das Ding aus Glücksrad übernommen. Es ist total zufällig. Vielleicht könnte es tatsächlich ein plötzlicher Windstoß gewesen sein. Ganz ohne Zweifel. Willst du es nochmal versuchen oder willst du hier nur dumm rumstehen? Okay, da ist doch hier irgendwas. Kommt man hier? Was ist hier hinten? Was ist das denn da? Oh. Okay. Willst du ein magisches Amulett kaufen? Warum? Wozu ist es gut? Es schützt dich vor einer ordentlichen Portion Prügel. Prügel, genau. Muss nicht sein. Wenn ich jemanden treffen würde, der sowas trägt, würde ich ihn zuerst mal verprügeln wollen. Du solltest vorsichtig sein. Voodoo sollte respektiert werden. Genau. Respektiert. Was wissen Dämonen schon von Voodoo? Aber hör mal. Wir sind hochkarätige Voodoo-Praktiker und beherrschen die alte Kunst. Genau. Wir haben einen Kurs mitgemacht. Was habt ihr so alles drauf? Jede Menge Sprüche und Flüche. Gib mir ein paar Stunden Zeit und etwas Salz und ich mixe dir einen lieblichen Zombie. Gibt's auch was Praktisches, das mich seelisch nicht verstümmelt? Wie wär's mit einer Voodoo-Puppe? Ein tolles Geschenk für Kinder. Wie macht ihr die Voodoo-Puppen? Nun, man nimmt eine Puppe und führt gewisse Rituale damit durch. Gewisse Rituale? Genau. Alles, was wir dazu brauchen, sind eine Puppe und einige Kinderzähne. Letztere sind wohl eher schwer zu bekommen, oder? Normalerweise bekommen wir sie günstig von der Zahnfee. Und wenn die mal ausfällt, geht Mäkchen mit einem Hammer und einem putzigen Spielzeugbund auf Tour. Zurzeit haben wir allerdings keine Auflage. Die verdammten Helden werden immer schlauer. Ist wirklich ärgerlich. Ich kenne das Gefühl. Mir gehen auch ständig die Kinderzähne aus. Du hast nicht zufällig welche? Du weißt schon was. Ein wenig locker. Max könnte sie für dich locker. Genau. Ich habe übrigens schon mein Erwachsenen gebissen. Wie schade. Es klappt wirklich nur mit Milchzähnen. Meine Beißer kriegt ihr auf gar keinen Fall. Nun, Zeit ist Geld. Und wenn du letzteres nicht ausgeben willst, dann solltest du dich besser verziehen, bevor ich dich derart versuche, dass du nicht mehr weißt, ob du ein Männchen oder Weibchen bist. Okay, ich habe eine leichte Idee. Wie wir, beziehungsweise wofür wir das gebrauchen könnten. Können wir hier durch? Oh Gott. Labyrinth! Sehr gut. Kotzgöbel. Wo kommen wir denn jetzt raus? Da kommen wir raus und da kommen wir nicht raus. Also ich fühle mich wie so ein Truck, der hier rumfährt. Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Oh, guck mal. Ich werde die Nachteile ein wenig aufwiegen. Diese blöden, mogelnden Dämonen. Glauben wohl, mit mir können sie es machen, hä? Huh? Den werde ich's aber zeigen. Oh, nice. So, kann ich da rein? Nein. Also war der Platz hier jetzt wirklich nur für den Magneten und dem Glücksrad? Ich kaufe ein A. Habt ihr Glücksrad damals geschaut? Auf Kabel 1 lief das, glaube ich, immer. Ich habe das gerne geguckt, vor allem, wenn ich bei meiner Oma war. Wir probieren einmal kurz das Glücksrad aus, was wir jetzt manipuliert... nicht mehr manipuliert haben, so rum. Hi, ich möchte spielen. Könnte ich mein Glück bei einer Runde dieses Spiels versuchen? Aber sicher, du hast absolut keine Chance auf einen Gewinn.
Wie bitte? Ich sagte, auf deinen Sieg würde ich meine Hosen verwetten. Nice. Du trägst aber überhaupt keine Hosen. Nun, ich werde welche kaufen und sie dir geben, okay? Schauen wir mal, ob du Glück hast. Ja! Tut mir leid, du verlierst. Nein, tue ich nicht. Hä? Ich meine, wie konnte das passieren? Tja, vielleicht habe ich eine magnetische Persönlichkeit. Was? Oder vielleicht habe ich ganz einfach auch nur die Manipulationen manipuliert. Hä? Ah, na gut, ich habe euren Magneten gestohlen und jetzt her mit dem Preis. Oder ich erzähle die ganze Geschichte einer Armee von frustrierten und angepissten Spielern. Lass mal stecken. Max, den Preis. Preis, genau. Oh, was kriegen wir jetzt? Vielen Dank. Du machst dir hier irgendwie keine Freunde, weißt du das? Na, hört auf, ihr nervt mich. Oh. Was habe ich denn da jetzt gekriegt? Was ist das? Ein Gerät zur druckluftgesteuerten Projektilbeförderung, wenn du verstehst, was ich meine. Ein Blasrohr! Oh Gott! Könnt ihr das nicht einfach hinschreiben? Blasrohr! Wir quatschen noch mit dem Zwerg. Hallo, Prinzchen. Du, ich sollte dich töten. Warum? Ich sollte deine Beine über den Knie abschneiden. Scheint heute ein guter Tag für Morddrohungen zu sein. Mein ganzer Clan wurde ausgelöscht und das ist allein deine Schuld. Warum? Wie zum Teufel hast du das rausgefunden? Oh. Na gut, ich vergebe dir. Oh, prima, und was wirst du nun machen? Nun... Ein Prinz ohne Untertanen zu sein, bringt's irgendwie nicht. Daher habe ich abgedankt, um das Gesicht zu wahren. Was machst du hier? Überhaupt nichts. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich nichts zu tun. Ganz schön langweilig, oder? Hast du eine Ahnung, wie lange ich am Fluchtplan aus der Mine gearbeitet habe? Nö. Und dann wurden sie alle getötet. Was für eine Verschwendung. Nur noch halb der Zwerg, der du mal warst. Ich brauche ein Symbol, um meinen Clan wieder aufzubauen. Etwas, unter dem ich alle Zwerge der Welt vereinen kann. Nun, wenn mir was einfällt, lasse ich dich wissen. Okay, ja, unsere Zeit sagt eigentlich schon... Ach komm, wir machen das hier noch. Ist egal. Mir ist noch nichts eingefallen. Mir auch nicht. Aber es muss doch etwas geben. Etwas, das alle Zwerge respektieren und zu dem sie aufsehen können. Schafe? Was? Sehr witzig. Verpiss dich! Oh, hi. Was kostet eine Runde an diesem Ding? 3 Kröten. Und als Preis gibt es ein wunderbares schwarzes T-Shirt. Bin dabei. Kann ich meinen eigenen Hammer verwenden? Es ist doch nicht zufällig ein magischer Zwergenhammer? Irgendwie schon. Nein. Dann kannst du ihn nicht verwenden. Versuch's mal mit dem hier. Prüfe deine Stärke. Ich bin beeindruckt. Der Mann aus Stahl schlägt zu. Zeig mir doch, wie man's besser macht. Das wirst du nicht erleben. Okay, ich habe eine Idee. Und unser Prinzchen braucht doch eine Aufgabe. Na? Ich möchte dir Hamor wiedergeben. Ich habe genau das Richtige für dich. Hey, klasse! Das ist genau das, was ich brauche. Hamor! Warum habe ich nur nicht eher daran gedacht? Weil du zu viele Felsbrocken auf den Schädel bekommen hast? Wahrscheinlich, weil ich zu viele Felsbrocken auf den Schädel bekommen habe. Bitte was? Genau. Und was machst du jetzt? Ich werde die Welt bereisen und nach meinen Leuten suchen. Und wenn sie erst den Hamor sehen, werden sie mich sicher als ihren Führer anerkennen. Es gibt nur noch eine Sache, die ich erledigen muss. Das ist dieses blöde Teste-deine-Stärke-Spiel zu gewinnen. Hä? Das juckt mich schon seit Jahren.
Ich muss sehen, ob mir die Götter noch hold sind. Nochmals danke. Das ist eine Riesensumme Gold. Ich will so lange spielen, bis ich gewinne. Sorry, Zwerge dürfen nicht spielen. Aber er ist doch nur ein kleiner Zwerg. Mag ja sein, aber Zwerge sind zu stark für dieses Spiel. Also betreibt ihr hier ein Teste-deine-Stärke-Spiel, das starke Leute nicht spielen dürfen? Genau. Geralt sagt, dass starke Leute das Gerät kaputt machen könnten. Nun, so stark ist er auch wieder nicht. Er leidet an Muskelschwund. Simon! Na, sicher. Nein, Zwerge mit magisch schimmernden Hämmern sind nicht zugelassen. Sei verdammt! Okay, warte, ich hab ne Idee. Hey Sie, reden Sie mit mir. Hi, lässt du meinen Freund spielen? Auf keinen Fall, er ist ein Zwerg. Und er hat einen magischen Hammer. Und was ist mit ohne Hammer? Mit ohne Hammer? Nun, na gut, aber nur weil du es willst, klar? Cool. Hey, Prinzchen, du darfst zwar den magischen Hammer nicht verwenden, aber du darfst spielen. Verdammt! So nah dran! Ich will nochmal spielen! Sicher doch! Verdammt! Okay, meine Freunde. Um dem Prinz hier seinen Wunsch zu erfüllen, werden wir uns in der nächsten Folge drum kümmern. Könnte ich doch nur meinen heiligen Hammer benutzen! Wirst du vielleicht auch. Ich werde mir was überlegen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr weiterhin hier dabei seid auf dem wundervollen Karneval. Verdammt! Jetzt quatschen wir hier ständig rein. Können wir ein Stück weggehen? So. Wo war ich? Ups. Also. Bei meinem Bart. Das war so knapp. Naja. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, dass ihr diese Folge mit mir durchgestanden habt. Das Entenspiel war ja wirklich furchtbar. Ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge von Simon the Sorcerer 3D. Ich bin Whitey und damit sage ich erstmal Bye-bye.